Quaternionengruppe. Hört sich schlimm an, ist auch schlimm. Wir zeigen, dass dieses Objekt eine Gruppe ist. Wir brauchen dazu eine Menge und eine Verknüpfung. Die Verknüpfung ist wieder die Matrixmultiplikation. Und wenn wir nachgewiesen haben, dass das mit der entsprechenden Definition, was gleich folgt für die Menge, eine Gruppe ist, dann nennt man das die Quaternionengruppe. Wir sagen, das hier ist die Matrixmultiplikation. Das wird gleich klar, warum. Denn die Menge schaut so aus. Da stehen Matrizen drin. Komplexe Einträge sind auch zugelassen. So. Hier schließen wir dann I0, 0, minus I, minus I0, 0, I. So. Wir wollen ja die ganzen Matrizen hier auf die Reise mitnehmen. Das wäre unnötige Schreibarbeit. Wir sagen, das hier, die Matrix ist so zu formulieren. Das ist natürlich dann das Negative davon. Ja, ich multipliziere hier einfach nur minus mit einem Skalar, minus 1 rein in die Einträge und dann steht ja die Matrix da. Da sagen wir, das ist A, die ist minus A, das ist B, minus 1 in B rein multipliziert ist dann die hier minus B, das ist C und die hier ist minus C. So, ja, am einfachsten ist die Assoziativität. Die Matrixmultiplikation ist assoziativ. Das sind alles Matrizen aus diesem Raum hier. Also ist die das Assoziativgesetz für diese Matrizen auch gegeben, ja. Wenn es schon für alle gilt, dann auch für die, wo da drin stehen in meiner Menge. Also ist das schon mal erledigt. Gibt es ein neutrales Element? Ja, das ist einfach hier in dem Fall die Einheitsmatrix. Ja. Wenn ich irgendein Element hier rausnehme aus meiner Menge G, ja, und mit dieser Einheitsmatrix verrechnen, nehmen wir mal A raus, ja. Dann kommt immer das Element raus. Also ich kann hier für A natürlich jedes Element aus meiner Menge G einsetzen. Es kommt immer das Element raus. Also ist E diese Einheitsmatrix das neutrale Element. Somit ist das auch schon mal erledigt. Und jetzt kommen die schwierigen Sachen. Jedes Element hier drin muss ein Inverses haben, ja. Und dann muss die Abgeschlossenheit auch gelten. Das heißt, wenn ich mir zwei Matrizen hier rausnehme, egal welche, und die mit dieser Matrixmultiplikation verrechne miteinander, dann muss ich wieder in dieser Menge landen. Ja, und das ist jetzt ein wenig aufwendig. Man muss sich nämlich erstmal Gedanken machen, wie viele Möglichkeiten gibt es hier zu verknüpfen. Ja, ist ja gar nicht so einfach. Zum Beispiel geht ja A mit A zu verknüpfen. Ja. Dann gelten ja Rechengesetzmäßigkeiten für meine Matrizen. Ja? Dann kann ich ja hier auch minus 1 rausziehen als Skalar. Dann ist nämlich auch diese Matrixmultiplikation möglich. Ja? Es geht auch die. Ja, selbe Argumentation, minus kann ich rausziehen, dann geht das. Das ist auch möglich. Das ist möglich. Das ist möglich. Das ist möglich. Das ist möglich. Ich kann aber auch ja, Einheitsmatrix mit Einheitsmatrix verrechnen. Natürlich dann wieder das Minus. Also von dem hier, ja, kann ich doch das Minus rausstellen. Dann steht so da. Ja, deswegen ist die Rechnung hier möglich. Ja, wenn hier dann noch eine Matrix kommt, muss ja das nach vorne gezogen werden. Ich kann ja das Skalar hier nicht gebrauchen. Ich muss es vor die Rechnung stellen. Ja, deswegen ist also die Rechnung auch möglich hier. Ja, es reicht aber immer noch nicht. Es ist auch möglich hier Einheitsmatrix mit A, Einheitsmatrix mit B, Einheitsmatrix mit C. Aber das ist langweilig. Da kommt ja immer nur die Matrix selber raus. Das Umgekehrte ist dann auch nicht spektakulär. Ja. Also mit dem Minus berücksichtigen wieder.
Naja, und jetzt haben wir alle. Mehr gibt es nicht. Das wird jetzt dann relevant hier für die Abgeschlossenheit, ja. Jetzt aber erstmal zu diesen Inversen. Fangen wir mal mit dem einfachsten an. Das hier. Ja, kommt die Einheitsmatrix raus. Also das hier ist sein eigenes Inverses. Dasselbe gilt für dieses Minus. Ja. Für dieses Minuselement. Kommt jetzt die Einheitsmatrix raus, also ist dieses Element sein eigenes Inverses. Wenn ich jetzt A mal hernehme, ja, die Matrix A, das ist ja die hier, ja, und die verrechne ich jetzt mal mit minus A, ja, mit minus A. Das ist ja 0 minus I 0, ja. Dann steht hier die Einheitsmatrix. Ja, minus I Quadrat ist ja plus 1, weil das hier ist ja minus 1, minus und minus ist plus. Ja, also folgt daraus, dass minus a ist das Inverse von a. Ja, das kann man sich jetzt für die anderen auch überlegen. Gibt ja viele hier zu betrachten, b zum Beispiel, ja, diese Matrix b jetzt. 0, 1, minus 1 und 0. So. Die hat auch minus b als Inverses. Ja, das ist ja minus b. Ja, hier die minus 1 rein multipliziert, habe ich minus b dastehen. Ja, Matrixmultiplikation ausführen ergibt das, das Neutralelement. Also ist minus b das Inverse von b. Ja, es geht auch mit c. C. I 0, 0, minus I. Jetzt nehme ich das minus C-Element. Ja, und bin wieder bei der Einheitsmatrix. Also ist minus C das hier, das Inverse von C. Okay? Ja. Somit haben wir das nachgewiesen, ja. Wir haben ja keine Elemente mehr. Jedes Element hat ein Inverses. Ja. Und jetzt zu dieser Abgeschlossenheit. Das wird was Längeres. Wir haben ja hier diese 20 möglichen Verknüpfungsrechnungen hier. Ja. Das haben wir uns überlegt. Das sind ja 20 Stück. Ja. Wir müssen jetzt für jede einzelne hier nachweisen, dass wir in dieser Menge landen. Ja. Okay, das Einfachste ist natürlich, wir fangen mit diesen Einheitsmatrizen an. Ja. Zum Beispiel das hier. Mal das hier ist ja dasselbe als das mit dem multipliziert. Haben wir ja gerade gehabt bei der inversen Findung. Das ist Element aus G. Ja, die Einheitsmatrix ist in meiner Menge. Also haben wir schon zwei erledigt von die 20. Die anderen hier genau schnell. Das ist A, ist wieder Element aus G. Wenn ich die Einheitsmatrix mit B verrechne, habe ich B, das ist wieder Element aus G. Wenn ich Einheitsmatrix mit der Matrix C verrechne, habe ich die Matrix C, die ist auch wieder in meiner Menge G. Ja? Also habe ich wieder 1, 2, 3 weitere erledigt. Wie sieht es aus mit dem hier? Mal A ist minus A. Das ist auch in meiner Menge G. Das ist minus b, ist auch in meiner Menge g. Das ist die Matrix C, ist auch in meiner Menge g. Also schon wieder 3, fertig. A mit a ist auch wichtig. Ja, man muss jetzt schauen, dass man keine vergisst, weil das sind sehr viele Rechnungen. I Quadrat 0, 0, I Quadrat. Okay, und das ist. Ja, schreiben wir es gleich abgekürzt. Minus die Einheitsmatrix. Das ist wieder in meiner Menge G. Wie schaut es aus mit dieser Rechnung hier? Ja, ich habe 0 i, i 0. So 0 minus i 0. Ja, man sieht, das hier kommt ja von dem, wenn ich das Minus rausziehe. Ja, um das dann zu verrechnen, muss es vor die Matrixprodukt positioniert werden. Also habe ich hier
minus i Quadrat 0, 0 minus i Quadrat. Das ist die Einheitsmatrix, wieder in meiner Menge g. So, wir haben auch noch b Quadrat zu rechnen. Ja. Haben wir das eigentlich hier bei unseren ganzen Fällen berücksichtigt? Ja, hier b Quadrat, hier c Quadrat, hier a Quadrat. Ja, was passiert damit? Ist auch nichts anderes wie bei diesem a Quadrat. Ja, wir haben b Quadrat, das ist wieder die negative Einheitsmatrix. Ich bin in der Menge g. Wenn ich c Quadrat rechne, habe ich auch wieder die negative Einheitsmatrix. Ich lande in der Menge g. Wenn ich minus b Quadrat rechne, okay, wo lande ich? Naja, negative Einheitsmatrix ist auch in meiner Menge g. Minus c Quadrat, ich erhalte die negative Einheitsmatrix, ich lande in meiner Menge g. Ja, wirklich spannend werden jetzt diese restlichen Rechnungen. AB, ja, AC und BC und dann die negativen dazu. Wenn wir das nochmal nachgewiesen haben, dann sind wir eigentlich fertig. Also dieses Matrixprodukt hier, 0, i, i, 0 mit dem hier, ne, das ist ja dann Plus. Hier steht Plus 1, Minus 1, 0. Okay, was haben wir hier als Ergebnis? Minus i, 0, 0, i. Und das ist minus c und das ist in meiner Menge g. Minus ab ist 0i, i0. Okay, 0 minus 1, 1, 0. Und das ist i0, 0 minus i. Das ist c und ich lande wieder in meiner Menge g. So, AC haben wir noch zu berechnen, das kürzen wir ab. Das ergibt B, das ist dann in meiner Menge G natürlich, minus AC ist minus B, ich lande wieder in der Menge. BC ist minus A, ich bin in der Menge G. Minus BC verrechnet ist A und ich lande in der Menge G. Daraus folgt, G ist unter der Verknüpfung der Matrixmultiplikation abgeschlossen. Damit haben wir eine Gruppe. Ja, dieses Objekt hier vorne. Hier fehlt Minus. Dieses Objekt ist die sogenannte Quadrionengruppe. Ja, also wir haben jetzt nachgewiesen, dass diese Menge G unter dieser Verknüpfung der Matrixmultiplikation eine Gruppe ist und die wird eben so genannt. Gut.